Der Bernhard Lange macht etwas, über das sehr wenig gesprochen wird. Die Schwungebene ist für ihn sehr wichtig. Und was man bei Bernhard sieht, ist, dass er im höchsten Punkt des Schwunges da ist. Das heißt, sein Schaftebene ist genau auf der Ebene. Von hier muss er nicht kompensieren. Um dahin zu kommen, muss man erstmal gucken, dass der Schlägerkopf vorne ist. Und von da kann man durch Winkeln und Drehen den Schläger in eine gute Position bekommen. Man muss aber auch dazu sagen, für viele Leute, zum Beispiel für mich, ist es nicht so einfach, weil man braucht eine gewisse Flexibilität im Schulterbereich, Ellbogen. Und das fehlt ein bisschen bei mir. So, ich muss mir richtig Mühe geben, hier zu sein. Ich bin sehr gerne da. So, ich muss sehr viel kompensieren, um den Schläger auf die Ebene zu bekommen. So, ich versuche es mal richtig für dich zu demonstrieren. Sehr entscheidend, wenn man in dieser Position ist, also wenn ich hier bin, dann habe ich das Gefühl, dass ich mir mit meiner rechten Arm, meine rechte Seite schlagen kann und das ist viel mehr Power. Das ist, als ob ich nur mit dem Arm schlage. Aber man muss erstmal diese Position finden. Wenn man seinen Schwung anschaut, sieht man, dass der Bernhard Lange aktiv mit seiner Hüfte arbeitet. Er sagt, dass er so eine 45 Grad Drehung machen möchte. Also nicht zu viel, aber das ist notwendig, damit man ordentlich mit dem Oberkörper rumkommen kann. Das ist eher rückenschonend. Und wenn man nicht so flexibel ist, eine sehr gute Sache. Und es ist interessant, er sagt, dass er das Gewicht innen rechts hat beim Ausholen und dann beim Durchschwingen innen links. Das heißt, er kommt nicht aus seiner Achse raus. Er bleibt da. Und was das bedeutet, ist, dass die linke Hüfte ganz leicht nach oben geht, aber bitte nicht zu viel. Wir wollen ja nicht kippen. Und dann kann er die Schulter 90 Grad drehen und er dreht die Schulter, bis es Widerstand gibt. Die Schulter drehen sozusagen gegen die Hüfte. Die Schulter drehen mehr als die Hüfte und so entsteht Power. Und von dort aus startet er den Schwung durch eine Rotation in die andere Richtung. Die Arme lässt er minimal senken, aber das reicht. Und dann durch den Ball sieht man, wie er den Körper öffnet und die Hände im richtigen Moment freilässt. Und er schafft eine super Länge dabei. Okay, er startet nicht hier. Er startet mit seinen großen Muskeln. Die Arme kommen dann runter und nach vorne. Und er released dann durch den Ball. So, ich werde jetzt sehr an meine Hüfte denken. An den Widerstand, die Schulter dann 90 Grad zu drehen. Und ich werde hier die Arme und Hände mitkommen lassen. Was ich persönlich wirklich gut beim Lange finde, ist, dass er so sehr in der Achse bleibt. Also bei ihm gibt es keine seitliche Bewegung. So von der vorderen Perspektive merkt man wirklich, wie er sich um seine Wirbelsäule dreht. Und das macht er von der vorderen Perspektive und von der hinteren Perspektive. Alles bleibt einfach konstant. Er dreht sich in seinem Zylinder und der tiefste Punkt seines Schwunges ist immer gleich. Und ich weiß nicht, ob du das Glück hattest, ihn live zu sehen, aber ich werde nie vergessen,
in Gutkaden vor mehreren Jahren hat er den Ball so hoch aufgetiet, also mehrere Zentimeter. Er hat ein langes Eisen benutzt, ein ganz altes langes Eisen, aber er traf den Ball so mittig. Und das ist möglich durch seine Bewegung. Ich habe ein Eisen 4, ja, und ich muss auch sehr genau schwingen. Und was er oft sagt, wenn ich den Ball mittig treffe, dann fliegt der Ball gerade und weiter. So, mittig treffen ist für uns allen das A und O. Vor allem, wenn wir etwas älter werden oder etwas fester im Körper, mittig treffen. So, Bernhard Lange macht natürlich viele andere Dinge gut. Er ist sehr beliebt auf der Tour, hat immer Zeit für seine Kollegen, ist ein Familienmensch. Man sieht ihn immer mit seinen Kindern, die machen Caddy für ihn. Und insgesamt können wir einfach sehr stolz auf ihn sein und sehr viel von ihm lernen. So, ich hoffe, diese Punkte sind für dich interessant. Probier sie aus. Und schwinge um deine Wirbelsäule. Das ist der Satz.